Carsten Hilse. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gestern wählten die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Sollte Mr. Trump gewinnen, sind die Vereinigten Staaten raus aus der Pariser Klimaübereinkunft. Andere Staaten, zumindest die, deren Geld durch die Pariser Klimaübereinkunft in der ganzen Welt verteilt werden soll, werden folgen. Und irgendwann landet dieses Umverteilungsprogramm dort, wo es von Anfang an hingehörte, auf den Müllhaufen der Geschichte. Würde Präsident Trump die Wahl verlieren, dann wäre das sehr schlecht für die USA, aber vor allem auch für uns alle in Deutschland, in den USA und im Rest der freien Welt. Erklärtermaßen würde dann Sleepy Joe den Ausstieg aus der Pariser Klimaübereinkunft rückgängig machen und noch viel drastischer den New Green Deal der Sozialisten in den USA, die sich als Demokraten tarnen, schnellstmöglich umsetzen. Der geht in einigen wichtigen Positionen weit über die verheerenden Zerstörungsideen von Green Deal der Ursula von der Leyen und ihres Stellvertreters, dem glühenden Sozialisten Timmermans, hinaus. Letztendlich aber laufen beide Pläne auf die große Transformation, neuerdings Great Reset genannt, des Weltwirtschaftsforums hinaus, den Frau Merkel noch im Januar des Jahres in Davos ausdrücklich begrüßt hat. Und der sieht nichts anderes vor, als den Sozialismus weltweit mittels einer zu errichtenden Ökodiktatur wieder einzuführen. Das Herr Hilse, Entschuldigung, der Herr Hilse, dürfte ich Sie bitten, dass Sie den Jackettknopf zuknüpfen. Sie wissen ganz genau, warum. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir bei T-Shirts oder anderen Kleidungsstücken keine Parolen in die Kamera halten. Und das gilt auch für Sie. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, das wissen Sie ganz genau. Und deswegen bitte zumachen die Jacke. Habe ich gerade getan. Gut, dass diese Leute mit Hilfe der Kanzlerin dazu die Corona-Panikkrise als hilfreiches Werkzeug nutzen wollen, ist nicht nur durch die Aussage von Herrn Schäuble bekannt, sondern wird ganz offiziell auf der EU-Webseite verkündet. Und wenn Kollegin Scheer uns, die wir uns gegen die Versuche einer Ökodiktatur durch die Hintertür einzuführen wehren, von vornherein die Diskussionswürdigkeit abspricht, weil wir ja Klimawandelleugner seien, dann zeigen Sie und große Teile dieses Hauses einmal mehr, dass Sie entweder nicht verstanden haben, welche Pläne hier verwirklicht werden sollen, oder aber diese Pläne unterstützen. Und deshalb noch einmal für alle, mit allem nötigen Respekt, für all diejenigen, die offensichtlich eine eingeschränkte Fähigkeit zum Denken und zum Verarbeiten des schon zigmal Gehörten hier oder einfach nur viel Pech beim Nachdenken haben. Wir und viele Wissenschaftler weltweit leugnen den Klimawandel nicht. Er ist ein natürliches Phänomen seit Jahrhunderten, seit 100 Millionen von Jahren. Aber alle geologischen Daten beweisen, dass CO2 noch nie in der Erdgeschichte eine entscheidende Rolle bei Klimaschwankungen spielte. Deswegen wollen wir von Ihnen Beweise oder wenigstens Belege, dass die menschengemachten CO2-Emissionen einen maßgeblichen Einfluss auf das Klima haben. Diese Belege können Sie nicht liefern, und trotzdem ruinieren Sie unsere Wirtschaft, treiben Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit und damit in die Armut. Grundlage dieses Eifers sind die für alle verheerenden Pariser Beschlüsse. Diese basieren auf den Weltuntergangsfantasien falscher Propheten, angefangen vom Club of Rome über Herrn Schellnhuber, Herrn Quatschnig, bis hin zu einem bedauernswerten Mädchen, das CO2 mit bloßem Auge sehen kann und deshalb ruft: Ich will, dass ihr Panik spürt. Um die Zerstörung dieser unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zu beschleunigen, wurde ein Katalysator gefunden. Ein Virus und die von ihm ausgelöste Krankheit, von der selbst die WHO mittlerweile sagt, sie ist mit einer mittelschweren Grippe vergleichbar, wird zur Panikverbreitung benutzt, um in ihrem Schatten all die Dinge umzusetzen, die sie sich schon lange auf die Fahne geschrieben haben. Unter anderem das Auslöschen der Nationalstaaten in Europa. Und auch hier werden Kritiker verleumdet, als Leugner, Verschwörungstheoretiker diffamiert. Auch hier schiebt man die ins Rampenlicht, die am lautesten schreien: Wir werden alle sterben. Millionen arbeitslos, egal. Die Existenzen zehntausender Gastwirte, Hoteliers und anderer Selbstständiger, vollkommen egal. Bei der Corona-Panik geht es nicht um die Gesundheit der Bürger und beim Pariser Klimaübereinkommen nicht um das Klima.
Ist es eigentlich schon irgendjemandem aufgefallen, dass kaum jemand außerhalb der EU sich an diese Beschlüsse dieser Übereinkunft gebunden fühlt? Nur die USA unter dem bösen Trump und die gute EU senken ihre Emissionen etwas ab. Alle anderen ist das Abkommen vollkommen egal. Die USA sind raus und wir sollten ihnen zumindest in dieser Frage folgen. Jetzt, damit unsere Kinder und Kindeskinder nicht morgen total verarmt dafür in einer Ökodiktatur aufwachen. 70 Jahre sozialistische Diktatur mit über 100 Millionen Toten sollten eigentlich genug sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank Ihnen. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Anja Weisgerber.